Los Pitufos, die Schlümpfe. Hallo Leute, heute will ich mal die Schlümpfe auf der alten NES-Konsole spielen. Und zwar komplett durch. Aber ich werde auf leicht spielen. Bei schwer haut es mich, glaube ich, zu oft auf die Fresse. Fangen wir mit Akt 1 den Wald an. Okay, ich bin da unten. Okay, aber vielleicht war leicht doch ein bisschen zu vorsichtig, weil jetzt hier zum Beispiel kein Nusswerfer ist und es kommt auch sonst nichts so richtig. Hätte ich auf Mittel spielen können. Fliegen kann man kaputt machen, indem man drauf springt. Da kommt, ja, Bäume kann man rein. Die Blaubeere gibt links oben Herzchen. Die Blätter bei 24 oder bei 20 oder so kriegt man ein neues Leben. Drei habe ich davon. Diesen schwarzen Bösenwicht, da darf man nicht berühren, sonst verliert man Herz. Genau wie hier. Die Raupe kann man durch draufspringen kaputt machen. Sterne sammeln kann man fünf in einer Welt. Hat man alle fünf gesammelt, kriegt man ein Bonusspiel. Das war jetzt wieder ganz gut. Ach, ich sollte irgendwann mal speichern dazwischen, gell? So. Also Stern Nummer 1. Das Blöde ist, man muss dann nochmal alles von vorne einsammeln. Natürlich die Blätter, wo man bisher eingesammelt hat, die bleiben natürlich. So, diesmal mache ich das ein bisschen leer. Muss man aufpassen eben mit diesen. Also entweder man kann langsam gehen und man drückt dabei die B-Taste und springt dann. Ja, ich wusste doch, dass es geht. Biene oder Fliege und somit hier ran. Ein kleiner Sprung bringt uns die Puppe vom Schlumpfpuppe, die uns ein Leben bringt. So. Oh. Mist, da wurde ich getroffen. Kein Grund zur Sorge. Okay, ich habe jetzt geschaut, ob die Speicherfunktion funktioniert. Akt 1 bestanden und zwar mit 5 Sternen, das bedeutet Bonuslevel. Oh, so schnell kann man gar nicht mitreden. Die Pilze, da muss ich jetzt drüber springen. Von links nach rechts. Wenn ich es bis ganz zum Schluss schaffe. Ah, sogar hier in der Mitte schon gibt es ein kleines Leben, aber ganz am Schluss gibt es noch eins. Und ich habe es natürlich nicht geschafft. Aber es macht nichts. Ein Leben ist sowieso super, wenn man schon mal eingesammelt hat. Ja, dann kommen wir zu Akt 2. Das ist dann die Floßfahrt. Oder der Schlumpfbach. Ja, ein Floß ist es ja wohl eher nicht. Das ist ja mehr nur so ein Holzscheit. Man kann nicht wirklich rückwärts fahren, man kann nur auf einer Stelle stehen. Das ist die Gefahr hier. Und abwarten, was dann so passiert. Man kann. Oh. Man muss den Fischen ausweichen. Und natürlich. Ah, ich glaube, da kommt man durch. Sich nicht nach hinten drängen lassen mit den Holzscheiteln. Ah, da komme ich zum Beispiel jetzt nochmal hin. Wie viele Sterne habe ich? Das habe ich gar nicht mitgezählt. Okay. Dürfte aber auch alle haben. Ja.
und somit auch Akt 2 bestanden. Ich habe das schon ewig lange nicht mehr gespielt, das Spiel. So, die Seifenblase, ein neues Bonuslevel. Das, genau, ich darf die Schmetterlinge nicht berühren. Also erst hier links rausspringen. Und in was Luftiges. Oh, und nicht zu hoch am besten. So. Jetzt habe ich nochmal von vorne angefangen, weil ich will euch ja zeigen, wie es richtig geht. Bis ganz nach rechts. Und am besten nicht zu hoch. Damit man bis zur schönen Schlumpfpuppe kommt. Wie hier. Und dann kann man ja wieder zurückgehen und ein paar andere Sachen oder so holen. Recht viel mehr kann man auch in solchen Bonusleveln nicht holen. Jetzt kommen wir zu Akt 3. Das wird der Sumpf sein. Da ist die Musik ziemlich traurig, finde ich. Na, ducken kann ich mich auch. Beim Sumpf ist richtiges Timing gefragt. Wie springe ich denn da? Irgendwo gibt es auch so Bonuslevel, wenn man nach oben geht, aber nee, ich glaube, es war auf der Gameboy-Version. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Toll. Man kann sich auch total einstellen, aber ich habe schon gewusst, warum ich leicht genommen habe. Weil ich eben das Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Nur so indirekt noch weiß, um was es überhaupt geht. Okay. Ich brauche nicht unbedingt alle Sterne. Es gibt eh nur die beiden Bonus-Level. Also es gibt nur die Pilze. Oder... Hätte so schon geklappt. Es gibt ja eh nur entweder die Pilze oder die Seifenblase als Bonuslevel. Hätte ich auch überspringen können. Oh. Darf schon nicht wahr sein. Kann ja fast als Noob gelten hier. So, jetzt habe ich dieses Level auch geschafft. Zwar nur mit einem Stern, weil ich den anderen vieren ja erfolgreich ausgewichen bin. Aber dafür kommen wir umso schneller jetzt voran. Weil jetzt kommt nämlich schon der erste Zwischengegner. Oh, jetzt aber nicht aufpasst. Und zwar Azrael. Und der muss mal auf den Kopf hauen. Wenn es soweit funktioniert. Eigentlich schon süß, gell? Oh. Ja, einmal getroffen und dann wird es wieder schwierig, gell? Ein bisschen zu spät gehüpft oder so, dann ist auch schon vorbei. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch einmal treffen, ne? Ja. Und somit habe ich den ersten Schlumpf
Nein, ich habe noch Probleme, den Schlüssel aufzuheben. Jetzt. Den, also Schlaube habe ich befreit. Und man sieht auch ein schönes Passwort, mit dem man automatisch jetzt ins vierte Level einsteigen könnte. Ja, genug Hände geschüttelt. Und jetzt hat auf ein 7 Wurzfeld. Ebenfalls eine sehr schöne Musik, wie ich finde. Wenn man früh genug auf das Blatt springt und hoch, genau, dann gibt es eben hier dieses extra Level, wie auch immer. Nicht berühren, das sind total alles, was man berühren kann, ist irgendwie. Auf jeden Fall nicht gut. Ja, diese Igelchen, die machen mich auch noch verrückt. Oh, da bin ich zu nah dran gestanden. So, habe ich ein neues Level Leben gekriegt, weil ich nicht aufgepasst habe, wie viele Blätter, aber einige Blätter gesammelt habe. Ha. Gut, und somit ist Akt 4 mit 5 Sternen auch vollendet. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal das hier nutzen und mein Herzchen auffrischen. Ah, sehr gut. Hab dabei noch ein Leben geholt, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht. Eigentlich ein ziemlich hektisches Spiel. Man kann gar nicht so viel dazu erzählen. Akt 5 ist die Reise mit dem Storch. Oh. Ah, das ist immer das Gemeine. Da will man das eine holen und dann ist das andere so schwer zu bekommen sonst. Aber dann nimmt man doch lieber den Stern anstatt das Blatt, ne? Oh, und schon hat man das auch schon geschafft. Geht eigentlich ganz schnell, ne? Ratzfatz. Man sieht, wie wahnsinnig erfolgreich ich bin. Ha. Jetzt sind wir im Gebirge. Boah, da habe ich manchmal echt Probleme gehabt, weiterzukommen. Das war so ein richtiges. Da kommt man zum Beispiel nur mit so einem. Mit einer Sprungfeder weiter. Das ist auch interessant. Ein verstecktes Level, aber da brauche ich jetzt gar nicht hochgehen. Kann man übrigens nur einmal reingehen. Falls man es jetzt nochmal probieren will, ist es dann kaputt.
Da habe ich echt lange drauf, weil man muss ja dieses Ding hier mitnehmen. Und man muss währenddessen aber D gedrückt halten, weil sobald man springt und man hat D, sage ich, B gedrückt halten oder was auch immer dieser Halteknopf ist bei euch, macht man das nicht. Lässt man das nämlich irgendwie fallen, wenn man auf einen Vogel drauf hüpft. Und bis ich das dann endlich mal kapiert habe, das war Katastrophe. Also als kleines Kind damals, ne? Oh. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Oh, doch so weit weg. So, wo geht's jetzt hin? Irgendwas mache ich da falsch. So, jetzt hat... Oh, klar. Und somit ist auch dieses Level geschafft. Zwar nur mit einem Sternchen, aber jetzt alle Sterne zu bekommen, wird es ziemlich rar, weil da gibt es ziemlich viele Fallen, beziehungsweise kann man schneller drauf gehen, wenn man es holen will, so ein Stern. Akt 7. Da fährt man in einem kleinen Waggon durch die Goldmine. Man kann springen, schneller fahren, langsamer fahren. Alles dabei. Aber oft macht man's falsch. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Habe ich zur falschen Zeit gespeichert. Mist. Oh. Jetzt wird's knapp von den Leben hier. Sehr gut. Und somit ist dieses Level auch schon wieder vorbei. Jetzt kommt ein kleiner Endgegner. Kleines Gut. Mist. Yeah. Und jetzt den Schlumpf befreien. Und zwar Choki. Bam. Kein Bam? Doch, Bam. So, jetzt kommt der Endspurt. 10 Level gibt es ja insgesamt. Jetzt kommt die Schlittenfahrt. Ah, das ist voll hektisch, das Spiel, weil es war sofort wieder... Das war ein Supersprung. Oh.
Oh, bisschen länger, wenn ich da blieben wäre, dann hätte ich diese Puppe erwischt. Mal, jetzt klappt gar nichts mehr. Und dann eben auch die Gefahr, dass man eben auch in den Abgrund fällt. Aber es geht auch beides. Man kann es eigentlich mitnehmen und im richtigen Moment dann irgendwie doch springen. Ach je. Jetzt mag ich gleich nochmal. So. Nein. Und dann springe ich nicht richtig. Ich glaube, ich springe. Ich bin. Ach je. Schon wieder dasselbe Problem. Was ist denn das? Headset. Und geschafft. Sogar mit 5 Sternen. Der letzte Stern ist aber ein bisschen tricky. Muss man auch im richtigen Moment irgendwie abspringen. Nein. Ich brauche doch genau sowas hier. Davon gab es leider bloß eine. Aber zwei volle Herzchen sehen wenigstens besser aus wie nur eins. Das ist jetzt die Brücke. Wird auch sehr gerne in Nachfolgern verwendet. Haben wir dieselbe Musik wie im vierten Teil wieder? Oh nein. Da hat es nicht für die Puppe gereicht. Oh. Nee, das check ich. Da muss man genau auf das Ding draufhupfen. Hey. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ich das irgendwie als Tier 5 Sterne habe in dieser Brücke. Aber auch nur in der Emulator-Version. Weil sonst habe ich den letzten Stern meistens immer einfach nur also da unten gelassen. Boah, bei dem Spiel spinnt der Emulator ein wenig. Ah, da komm ich da. Nein, doch nicht. Aber hier. Ach, verdammt. So, jetzt kommen wir zum letzten Level. Das ist dann bei Gargamel, würde ich jetzt sagen, weil Google heißt, das hört sich ja. Das hört sich doch gar nicht so toll an. Ja. Ich lasse die Sterne jetzt einfach mal Sterne sein. Oh nein. Mach verdammt. Irgendwas klappt da jetzt gerade nicht, was ich will. Thank you.
und dann lasse ich es jetzt an. Jetzt nimm's halt. Wieso habe ich jetzt da so Probleme, das Ding zu nehmen? Jetzt klappt doch. Wahnsinn, echt. Nein, das war auch nicht meine Vorstellung. So. Ja. Die Puppe lassen wir jetzt auch mal so und beenden das Level einfach mal mit 2 Sternen und so viel Punkten. So, jetzt sind wir auch schon beim Endgegner, und zwar Gargamel selbst. Hier hinstellen, um den... Ne, ja. Ach, scheiße. Ah, er darf nicht zu nahe kommen. Na, jetzt habe ich schon verloren. Bam. Da muss ich genauso hinstellen, dass der da oben da ne, die Nuss eben hinwirft, und zwar ans eine Ende. Zack. Und so wird Gargamel dann getroffen. Und irgendwie stehe ich immer nicht so ganz richtig, damit dieser Vogel mich trifft. Nummer 1, das müssen wir insgesamt 3-mal machen. Hä, ja, das ist doch sonst immer so einfach. Wieso klappt das jetzt nicht? Gut, jetzt habe ich es geschafft. Und natürlich, wer kommt das zum Schluss? Die Sturmfiene habe ich befreit. Die eigentlich von Gargamel eigentlich hergestellt worden ist. Erschaffen ist besser. Bravo, mit viel Mut und Tapferkeit hast du die teuflischen Pläne von Gargamel vereitelt. Die Schlümpfe warten voller Ungeduld auf deine Rückkehr, um dir zu Ehren ein großes Fest zu veranstalten. Und ich glaube, als Dank darf ich wahrscheinlich auch Schlumpfine heiraten. Und so endet dann die Geschichte. Man kann es gerne wieder von vorne anfangen, aber ich glaube, nee, Start geht nicht, wenn ich drücke. Dann müsste man das jetzt durchlaufen lassen. Aber das möchte ich euch nicht ganz antun. Bis zum nächsten Play.